Ich glaube, dass ich Ihnen Frau Schnarrenberger nicht groß vorstellen muss. Jeder weiß viel über Sie. Aber eine Geschichte wollte ich Ihnen doch weiterreichen, die sich erst übers Wochenende ereignet hat. Ich habe nämlich auf meiner Facebook-Seite, die schon für die heute viel Werbung gemacht wird, sogar von Bruno Kramm, angekündigt, dass wir heute miteinander sprechen werden. Und da hat sich eine Debatte entwickelt über Ihre Schaffenskraft und über Ihre Leistungsvermögen. Und ein für mich doch neuer Gedankengang war, dass jemand gepostet hat, die Ministerin habe wenigstens noch Cojones. Was habe ich? Cojones, ein schöner spanischer Ausdruck für einen, naja, sind Sie im Stoff, also Spanier? Nein. Ich flüstere es Ihnen zu, ein paar Männer hier im Raum wissen es. Hoden. Ja, also die spanische Begrifflichkeit für dieses Wort, das Ihnen den meisten hier persönlich bekannt ist. Und es entwickelte sich auf der Facebook-Seite eine Debatte darüber, wie denn das bei einer Frau und was das denn bedeutete. Und da gab es eine Definition, eine Frau mit Cojones, das sei doch völlig eindeutig, sei eine mutige Frau, die sich für eine Sache oder Belange anderer einsetzt und auch keine Konflikte scheut. Zitat Ende. Und genau da ist mir folgende Szene wieder eingefallen. Hören Sie und schauen Sie kurz, was die Kanzlerin vergangenes Jahr bei den Zeitschriftenverlegern über die Machtverhältnisse in der Koalition offengelegt hat, nachdem sie hier bei den Zeitungsverlegern ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage versprochen hatte. Insofern ist die Forderung nach einem Leistungsschutzrecht für Presseverleger sehr verständlich. Ich habe nach meinem Auftritt bei den Zeitungen deutlich gemacht oder mit der Justizministerin noch einmal gesprochen, das Leistungsschutzrecht ist weit ausgearbeitet. Allerdings, und das ist nicht nur der Druck der sogenannten Interessenten auf den Gesetzgeber, sondern der Druck auf das Parlament kommt auch aus dem Parlament selbst. Ja, also darüber habe ich dann, das habe ich mir ein, zwei Mal angeguckt und es ist ja beim Dechiffrieren von Politikeraussagen immer ganz interessant, auf die Zwischentöne zu hören. Es war also so, Frau Merkel hat hier etwas versprochen, was mit Ihnen noch gar nicht abgestimmt war, richtig? Nein, Frau Merkel hat das erzählt, was im Koalitionsvertrag steht. Und da haben wir 2009 hineingeschrieben, was auch in Wahlprogrammen stand, unter anderem ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Sie hat aber richtig wiedergegeben, nachdem wir uns also dann ans Werk gemacht haben, wir haben ja öfter auch darüber gesprochen, da wurde klar, dass in den Koalitionsfraktionen, die interessieren uns jetzt ja mal für die Mehrheit im Bundestag zuallererst, dass in den Koalitionsfraktionen es doch deutlich aus gewissen Bereichen heraus Widerstand gegeben hat. Allgemeine Vorbehalte dagegen brauchen wir nicht, wozu, Verlinkung, alles diese Gefahren, die man da an die Wand zeichnet, sei nicht mehr möglich und deshalb, wenn man heute modern, netzaffin sein möchte, dann könne man sich doch nicht mit sowas beschäftigen. Also all das, was die Debatte so prägt und deshalb haben wir ja, und zwar ich durch meine Vorschläge, versucht darauf hinzuwirken, dass wir am Ende jetzt einen Gesetzentwurf im Kabinett beschlossen haben, der eben gerade auch die Sorgen nimmt, die von den privaten Nutzern mit der Verlinkung kommt. Und wir haben sogar noch weitere Einschränkungen für dieses Zweitverwertungsrecht für die Presseverlage vorgenommen, um eben hier eine gute Interessenabwägung hinzubekommen. Also es ist ein eingeschränkterer Vorschlag, als ursprünglich angedacht war. Aber ich meine, man muss einfach mal sehen, was sind berechtigte Sorgen, was sind Dinge, die an die Wand gemalt werden und Vorbehalte. Und ich glaube, mit der jetzigen Grundlage werden wir dem Koalitionsvertrag gerecht, aber ich denke auch einem berechtigten Anliegen gerecht, das nämlich eben auf dem Tisch liegt. Und vor allen Dingen gehen wir keinen Sonderweg, denn Zweitverwertungsrecht im Urheberrecht ist jetzt nicht irgendetwas, was wir mal eben erfunden haben. Das gibt es natürlich im Urheberrecht an verschiedenen Stellen. Jetzt, wenn wir gerade Bruno Kramm so ein bisschen zugehört haben, der ja nicht nur eine andere These in der Sache... Wahrscheinlich gerade twittert. Wahrscheinlich stehen unsere ganzen Unmöglichkeiten jetzt schon auf Twitter, richtig? Also richtig, der Lacher kann nur als eine... Dann vertritt er ja nicht nur sozusagen in der Sache eine andere Position als das, was jetzt in der Koalition beschlossen wurde, sondern vielleicht auch eine andere Generation. Man könnte vielleicht auch sagen, mit dem Vorgehen hat sich die Koalition jetzt endgültig von Menschen unter 30 Jahren verabschiedet. Ist nicht ein
bisschen die Sorge auch bei Ihnen da, dass das den Unterschied zwischen 14% und 5% macht? Nein, die Sorge habe ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass junge Menschen sagen, an einem einzigen Punkt, und nicht alle sind ja dieser Meinung, so, sag ich mal, in der breiten Öffentlichkeit wird das Thema auch nicht mit Herzblut debattiert, anders als zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung. Also ich denke nicht, dass man an diesem einen Thema jetzt auch eine politische Richtung festmacht. Vor allen Dingen, wenn man ja gerade wie wir als Liberale auch darauf achten, dass wir eine Netzpolitik, egal welchen Alters wir als Liberale sind, eine Netzpolitik gestalten, die eben sehr wohl auch Konsequenzen zieht aus Veränderungen. Denken Sie nur daran, wir haben die Sperren, die eben in der früheren Koalition beschlossen waren, wieder abgeschafft, weil wir gesagt haben, wir setzen auf Löschen verbotener Inhalte, nicht auf Aufbau solcher Strukturen. Also an einem Thema, nein, da machen sich die jungen Leute so nicht fest. Aber es ist doch gut, wenn zu einem Thema auch dann debattiert wird. Ich wünsche mir, dass es viele Unterschriften gibt, dann kann man über das Thema sich auseinandersetzen. Dann laden wir die Experten ein, machen wir große Anhörungen im Bundestag. Zu der Petition da? Wunderbar. Haben Sie die denn schon unterzeichnet vielleicht? Also wenn Sie gleich so Werbung also dafür machen? Ich bin ja nun nicht schizophren, Herr Strunz. Ich mache einen Gesetzentwurf, weil ich den vertrete. Ich dachte nur, wenn Sie einen großen Appell loswerden. Nein, damit ich sage, wir scheuen keine Auseinandersetzung. Man darf doch nicht so defensiv sein und bei Themen, wo man sagt, da gibt es auch Kritik, dann sich zurückziehen in Schneckenhäuschen und sagen, also das ist ja alles ganz gefährlich. Nein, Offensivstrategie ist das Einzige, was zählt. Ein Vorwurf, dann gehen wir aber auch noch ein bisschen weiter, aber den finde ich schon noch ganz nachvollziehbar, um ein Ministerinnen-Testat dazu einzufordern. Ein Vorwurf lautet, alles in dem Gesetzentwurf oder vieles in dem Gesetzentwurf sei sehr vage formuliert. Also zum Beispiel der Punkt, wie viel Geld soll denn da bezahlt werden? Wer genau ist denn erfasst? Was gibt es in diesen vielen Diskussionen zwischen Frau Merkel und Ihnen und den Fraktionen und den Fachleuten? Das war jetzt fast schon gemein, ne? Die sitzen ja in den Fraktionen, also wenn es gut läuft. Ja. Und dann hat man sozusagen, was gab es denn dafür genaue Ideen dazu? Also, dass wir nicht hineinschreiben einen Betrag, was es kostet, ist doch selbstverständlich. Ja, aber eine Größenordnung, muss ich eine Vorstellung geben. Wir haben an keiner Stelle im Urheberrechtsgesetz einen Betrag genannt, auch nicht im bürgerlichen Gesetzbuch, weil Sie das doch gar nicht machen können. Das muss man doch aushandeln. Das ist doch die Grundlage dafür, dass zum Beispiel Verlage verhandeln dann mit entsprechenden Use-Aggregatoren, natürlich auch mit dem größten Suchmaschinenbetreiber Google, ist doch ganz klar. Aber wenn die ihr Geschäftsmodell auf Inhalten von anderen aufbauen und die Verleger übernehmen auch das ökonomische Risiko dafür, dass sie das anbieten können, dann ist das ja gerade die Begründung, hier zu sagen, dann wollen wir auch die Möglichkeit an die Hand geben, den Verlagen, dass sie dann entsprechend eine Vertragsverhandlungsgrundlage haben. Und das ist dann eine Verhandlung und nicht ein Vorschreiben von Seiten des Gesetzgebers. Das würde der Sachlage nicht gerecht. Und da setze ich darauf, dass da dann auch vernünftig ausgehandelt wird. Kriegen wir denn nach Ihrer Erfahrung auch im Austausch mit den Lobbygruppen auch den BDI noch zur Vernunft? Wenn man sich den Gesetzentwurf ansieht, dann haben wir ja gerade versucht, der Bundeswirtschaftsminister, der natürlich bei der Ressortabstimmung ganz selbstverständlich ganz an vorderster Front mit dabei war, natürlich versucht auch hier die Anliegen des BDI mit aufzunehmen, indem wir eben das, was wiederum aus Sicht der Presseverlage dann eher vielleicht als zu eng gestrickt angesehen wird, gewisse gewerbliche Verwendung rauszulassen, also auch dort die Möglichkeiten zu eröffnen. Und was ja auch eine Rolle gespielt hat in vielen Gesprächen, waren die Fragen von Abgeordneten, die gesagt haben, sind wir sehr dafür, aber was ist denn mit meiner Homepage als Abgeordnete? Jetzt stelle ich da was ein und mit einmal soll ich dann dafür bezahlen? Also wir haben alle Bereiche gesehen, wo nicht jetzt in übermäßigem Umfang und nicht nach Suchmaschinenart mit Inhalten umgegangen wird. Und da haben wir die Grenzen gezogen. Und ich finde, dass wir das auch ganz gut hinbekommen haben, auch vor allen Dingen im Gesetzestext und auch in der Begründung gut klargestellt haben. Und wenn wir es durch den Bundestag bekommen, also wenn am Ende dann der Bundestag im nächsten Jahr beschließen wird, dann wird eben die Grundlage da sein, das zu tun, worüber ja jetzt natürlich schon die Presseverlage intensiv nachdenken, wie man dann auch mit dieser Möglichkeit umgeht.
Jetzt wollen wir ein bisschen sprechen, so ist es angekündigt, über die Freiheit der Medien und viel ist diskutiert worden über Persönlichkeitsrechte versus Prominentenberichterstattung etc. Das klammern wir jetzt mal als ist durchdiskutiert aus und kümmern uns um eine Frage, die derzeit viele Leute bewegt, vor allem in den Medien. Das islamkritische Video Unschuld der Muslime, heißt es, glaube ich, soll in Berlin gezeigt werden. Ist das nach Ihrer Auffassung von der Meinungsfreiheit respektive der Kunstfreiheit gedeckt? Also es ist ein Video, ich weiß nicht, wer es von Ihnen gesehen hat. Ich habe mir auch mal es angesehen, geschmacklos. Kann man sich wirklich zu Recht drüber aufregen und hat auch eine ganz klare Absicht, nämlich aufzustacheln und auch, sag mal, Hass mit zu schüren. Das sind alles nicht die Kriterien, die nach unseren Regeln, die wir im Strafgesetzbuch haben, dazu führen, dass man dann letztendlich die Meinungsfreiheit auch einschränkt, indem man es generell verbietet. Aber eine andere Sache ist ja, was ist mit der Vorführung? Da spielen dann andere Kriterien eine Rolle. Wenn es also zu einer öffentlichen Veranstaltung oder auch einer Veranstaltung in Räumlichkeiten kommt, wo dieses Video vorgeführt wird und es ist zu befürchten oder es könnte befürchtet werden, dass es zu Unruhen, zu Demonstrationen, wo man mit Gewalt rechnen kann, wie auch immer. Gott sei Dank hat es ja sehr friedliche Demonstrationen in Deutschland auch in den letzten Tagen gegeben. Dann gilt das allgemeine Polizeirecht, ob dagegen vorgegangen wird oder nicht. Aber wir sind in unserer Gesellschaft, die eben gerade die Meinungsfreiheit, damit natürlich auch die Pressefreiheit, als ein konstitutives Gut für unsere Demokratie sieht, nur in einem engen Rahmen in der Lage, auch das, was andere als Kunstprodukt ansehen, was aber genau eigentlich in eine andere Richtung geht, dann auch wirklich zu verbieten. Und solange wir nicht eine klare Verunglimpfung der Religion mit Gefährdung des Friedens haben, das ist unser Straftatbestand in unserer Rechtsordnung, ist es nicht möglich, generell ein generelles Verbot mit Herausnahme auszusprechen. Also dahinter steckt die Überzeugung, das müssen wir in unserer Gesellschaft, in der Art, wie wir mit Kritik und Meinungsäußerung umgehen, aushalten. Also dass eine Gesellschaft wie unsere, die auf Offenheit, auch auf Pluralität angelegt ist, eben genau das im gewissen Sinne aushalten können muss. Das heißt nicht, ja, dass nun Verlage in der Pflicht wären, das auch zu empfehlen oder Teile daraus abzudrucken. Ich glaube, das ist dann gerade die Verantwortung, die jeder in unserer Gesellschaft hat. Muss ich wirklich jetzt an erster Stelle sein und sei es Karikaturen oder Teile aus diesem Film, entweder nun bei mir besonders in meinem Angebot dauernd zeigen, auch noch dafür werben oder es in Zeitungen haben. Ich glaube, dann kann man ruhig mal auch den Geschmack und das Verantwortungsgefühl mal ein Stück weit leitend sein lassen für die eigene Entscheidung. Und das, glaube ich, ist weniger einfach auch mehr. Was rufen Sie denen zu, die gerade bei dem letzten Punkt ein Appell sozusagen doch drüber nachzudenken, führt ja häufig in der Risikoabschätzung dazu, es nicht zu tun. Also im Ergebnis zu, in Deutschland gibt es den Film nicht zu sehen und es gibt auch keine Mohammed-Karikaturen in unseren Blättern. Was rufen Sie denen zu, die sagen, langsam reicht es uns, dass immer die Aufgeklärten zurückstecken, wenn die Unaufgeklärten mit Gewalt drohen? Also ich glaube, mit so einem Pauschalurteil und mit so einer Schwarz-Weiß-Malerei kommt man doch überhaupt nicht weiter. Natürlich haben wir doch mehr als genug Möglichkeiten, auch über Kritik, auch über Karikaturen, über Zuspitzungen, dann sich auch generell mit der Frage der Inhalte, der Bedeutung von Religion auseinanderzusetzen. Aber wenn man wie hier sieht, zum Beispiel auch von ProDeutschland, die es drauf anlegen, hier und dann natürlich hat sie sich ja in anderen Ländern gezeigt, die es drauf auf anlegen, gerade so zuzuspitzen, dass man die generell sagen, also wir fürchten uns vielleicht vor dem Islam, wir
haben, für uns sind alles Salafisten, alles Islamisten. Wir denken mehr in die Kategorie, das ist generell mit Gewalt verbunden. Und jetzt wollen wir mal richtig das den Leuten vor Augen führen und dann auch noch bei denjenigen Hass und vor allen Dingen dann möglicherweise auch Gewalt säen und Gewalt schüren. Also ich glaube, da ist es so ein Punkt erreicht, wo man einfach sagen kann, nee, da heißt es nicht, man scheut sich vor einer Debatte, sondern das ist gar keine Grundlage für eine Debatte. Und die wollen doch darüber gar nicht, dass in einer aufgeklärten Gesellschaft richtig diskutiert wird. Die wollen, dass da Rambazamba ist. Und das ist doch das, gegen eine Religion schüren. Und das ist genau das, was wir in Deutschland, glaube ich, nicht nur nicht brauchen, sondern wo wir als Zivilgesellschaft uns gegenstellen müssen. Dass das viele auch erreicht. Und deshalb sage ich, nicht alles muss man zeigen. Ich appelliere an das Verantwortungsbewusstsein, aber im Umgang mit Religion, miteinander, und wir sehen es ja auch in einem anderen Thema, Beschneidung, natürlich müssen wir da in einer aufgeklärten Gesellschaft ein Stück rational, aber sehr wohl auch emotional umgehen. Also interpretiere ich Sie richtig, Achtung, das ist ein typisches Journalistenphänomen, interpretiere ich Sie richtig, dass vieles in Ihnen sagt, eigentlich müsste man dieses Video verbieten, aber die Ratio sagt, in einem aufgeklärten Land steht uns das nicht zu? Also emotional sage ich, ich kann mit so einem Video überhaupt nichts anfangen und ich halte es total daneben. So, das sagt meine Emotion. Und ich sage mit dem Blick der Juristin auf unser Grundgesetz, was ich meine, das Beste ist, was uns 49 gelungen ist, denjenigen gelungen ist, die es geschrieben haben, dass wir eben in dem Spannungsfeld Meinungsfreiheit und Einschränkung durch Strafbestimmungen doch der Meinungsfreiheit im Zweifel eher den Vorrang geben. Haben Sie eigentlich Mitleid mit den... Haben Sie eigentlich Mitleid mit Bettina Wulff? Also das ist für Sie eine schwierige Zeit. Und ich glaube, Mitleiden ist jetzt nicht so das richtige Wort. Aber ich kann gut verstehen und nachvollziehen, dass es für Sie wirklich schwierig ist und dass Sie, sag ich mal, dann auch jetzt nicht den Drang in die Öffentlichkeit im Moment mehr so hat. Denn ich weiß selbst, ich kenne Auf und Abs in der eigenen, sagen wir, in meinem eigenen beruflichen Wirken in der Politik. Und manchmal ist man wirklich, und da braucht man gar keinen Shitstorm, da ist man eben wirklich massiver Kritik ausgesetzt. Und natürlich geht einem das dann auch an die Nieren. Und dann wiederum ist mal eine Zeit da, da läuft es ganz anders. Also verstehe ich wirklich, dass für Sie das jetzt im Moment eine schwierige Zeit ist. Also ich freue mich, dass Sie das so ausführlich beantwortet haben. Eigentlich interessiert uns heute an dem Podium natürlich der Google-Fall an Bettina Wulff besonders. Dass sie sozusagen aushalten muss, dass hinter ihrem Namen bei der Google-Suche Begriffe auftauchen wie Prostituierte, Escort, Rotlicht, irgendwelche Namen von entsprechenden Clubs. Muss sie das wirklich aushalten oder geht es der Bundesjustizministerin jetzt sozusagen in der Sache auch gegen den Strich? Also der erste Blick der Justizministerin ist ja immer, gibt es schon zu bestimmten Situationen auch schon mal vergleichbar Entscheidungen unserer Gerichte. Und es gibt Entscheidungen zu dieser Autocomplete-Funktion bei Google, die im Ergebnis bisher nicht höchstgerichtlich, aber Instanzgerichte, Juristen sagen, also nicht nur erstinstanzliche, es gibt Entscheidungen, die sagen, diese Autocomplete-Funktion bei Google und dann das durch Benutzen, und zwar nicht von Google, sondern durch den Nutzer, generierten Begriffe und Worte sind, wenn sie dann dort auftauchen, nicht eine Meinungsäußerung. Und dann könnten wir überlegen, das ist dann auch schädigend, rufschädigend, das entsprechend strafrechtlich in den Blick zu nehmen. Das ist eben nicht dann von, sag ich mal, der Technik eine Meinungsäußerung, sondern wird ja generiert durch die Benutzung und wird dann als Worte aneinander gefügt. Und deshalb kann man da nicht mit unseren Strafbestimmungen rankommen, also kann das nicht in dem Sinne Google untersagen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, soll man jetzt gesetzgeberisch diese Autocomplete-Funktion einschränken? Ja, mit was? Da kann ich nur sagen, da ist aber das Leistungsschutzrecht an Ausführlichkeit und Detailtreue nicht mehr zu überbieten, weil wie wollen Sie das machen? Denn Sie haben doch in vielen anderen Bereichen gerade den Nutzen auch mit dieser Funktion. Wenn Sie selbst es nutzen, weil man sieht, es gibt ganz bestimmte Dinge, bei juristischen Verlagen recherchieren, juristischen Datenbanken, anderen, sind Sie froh, wenn Sie zu BGB Schmerzensgeld gleich noch was anderes haben, dann kommen Sie sofort in den Kern der Sache. Und das ist auch genau diese Funktion Autocomplete. Ich glaube, dass es
gesetzgeberisch nicht zu fassen ist, hier entsprechend eine Technik dann auch in dieser Form gesetzgeberisch einzuschränken. Also alle reden ja von den Algorithmen. Und von daher sehe ich einmal natürlich den Weg, was ja Google jetzt auch in verschiedensten Bereichen macht. Die werden, glaube ich, zunehmend sensibler und sehen zu mit ihren Einstellungen, wie sie, und das geht natürlich technisch, wie sie darauf reagieren und damit umgehen können. Aber ein Gesetz kann ich nicht machen, Google, Bettina Wulff. Sondern wenn man ein Gesetz macht, muss es allgemeiner sein und generell die gesamte Funktion erfassen. Und da ist es schwierig, dann wirklich das so einzugrenzen, auf den Punkt zu bringen, dass man nachher nicht viel mehr kaputt macht, als man sich im Moment aufgrund eines konkreten Falls in den Sinn genommen hat. Wobei, also sozusagen die Problematik ist zwar über Bettina Wulff sehr ins Rampenlicht gekommen, aber sie ist natürlich ziemlich weit verbreitet. Also es gibt auch die Geschichte eines ehemaligen Bundesliga-Trainers, dessen Namen, wenn man googelt, kommt zuerst als Anhang der Name eines Fußballspielers bzw. dessen Frau. Weil in seiner früheren Wirkungsstätte ist ihm ein Verhältnis mit ihr nachgesagt worden. Das hat sich so hoch gegoogelt, dass das bis heute da steht. Das liest zum Beispiel die Frau des Trainers wahnsinnig gern. Und man kann mit unseren bisherigen zur Verfügung stehenden Mitteln ja einfach nur sagen, intimsphäriger geht es nicht. In aller Öffentlichkeit, was habe ich als Bild am Sonntag Chefredakteur für Streuße ausgefochten mit Menschen, die sich in ihrer Intimsphäre beeinträchtigt sahen, in vergleichsweise also Kindergarten-Sachverhalten, dass öffentlich für jedermann zugänglich eine klare Falschbehauptung aus der Intimsphäre dort steht und Sie sagen ja im Prinzip, Gesetzgeber kann da nichts machen. Nein, ich sage, natürlich könnte der Gesetzgeber national in meinen Augen sowieso nicht. Wo sitzt Google? An wen wenden Sie sich? Machen Sie ein nationales Gesetz, um dann am Ende zu sagen, jetzt habe ich die Regelung für letztendlich ja Konzerne, auch soziale Netzwerke geschaffen, Unternehmen, die alle im Ausland sitzen und hier überhaupt nicht erreichbar sind. Was gebe ich den Menschen? Aber Sie zeigen ein Problem auf. Sie zeigen auf, dass nationale Gesetzgebung gerade bei einer digitalen Kommunikation, die nicht in Kleve und in Freilassing beendet ist, sondern global, weltweit ist, sie zeigen auch auf ein Stück weit die Grenze dessen, was in so einer Situation ein nationaler Gesetzgeber tun kann. Mindestens brauchen sie, weil wir an weltweite Gesetzgebung, glaube ich, nicht denken müssen, das dann der UN-Vollversammlung zu überlassen. Also ich glaube, da sehen wir im Moment nicht, dass da auch was Konkretes rauskäme. Also brauchen wir, wenn, auf europäischer Ebene Regelungen. Und die wichtigste Regelung im Zusammenhang mit der Datenschutzverordnung, also den Vorschlägen zum Datenschutzrecht in Europa, auch gerade diese Bereiche betreffend, ist für mich, da gibt es auch noch viel zu kritisieren, aber ein wichtiger Punkt für mich ist, dass da mal klargestellt wird und geregelt wird, welches Recht findet Anwendung. Und zwar nicht da, wo ein Unternehmen sitzt. Das kann ja auch verändert werden, je nachdem. Also dieses Shopping, den Sie suchen in einem Land, wo es aus Sicht des Unternehmens, das ist ja nachvollziehbar, am günstigsten ist, sondern da, wo der Nutzer ist. Das heißt, dann findet immer europäisches Recht Anwendung für ca. 500 Millionen Menschen in der Europäischen Union. Und so etwas brauchen wir. Und da wird ja auch jetzt debattiert, gibt es ein Recht auf Vergessen? Ich sage, für Facebook, für alle sozialen Netzwerke, nicht unwichtig. So, und in dem Rahmen, meine ich, muss man dann auch sich überlegen, was möchte man in so einem Zusammenhang dann auch regeln und an Vorgaben machen. Aber aus meiner Erfahrung heraus kann ich nur sagen, auch bei manchen, sag mal, Sachverhalten und Situationen, wo man sich wirklich zu Recht dann ärgert und aufregt, ist es nicht immer dann auch die richtige Antwort, durch einen Gesetzgeber eine darauf zugeschnittene gesetzliche Regelung zu finden. Das trägt meistens nicht allzu weit. Sondern? Es muss so bleiben. Nicht alles so bleiben, aber ich denke, eine gewisse, gerade im Hinblick auf Umgang mit Technik, eine gewisse Entwicklung, die brauchen Sie da sehr wohl. Eine Frage habe ich noch in unserem Kontext, weil ich auch weiß, dass Sie dann zeitlich ein bisschen in Bedrängnis sind. Und schon mal vielen Dank, dass Sie schon ein bisschen überzogen haben für uns. Hier ist ja eine Community beieinander, die auch ganz stark sozusagen immer wieder ihre Interessen versucht zu vertreten im politischen Raum. Wie würden Sie die Interessensvertretung, um nicht zu sagen die Lobby der Netz-Community
der neu hinzugekommenen Akteure in, ich sage es jetzt mal sozusagen für uns gemeinsam, unserem Teich, ja, da sieht man auch schon eine leichte Borniertheit, also im Teich des Medialen. Wie würden Sie die bezeichnen? Sind die halb so stark wie wir, doppelt so stark wie wir? Wie ist da Ihre Wahrnehmung? Also meine Wahrnehmung ist die, vielleicht zahlenmäßig nicht so stark, aber weil das Netz ihre Plattform ist und wenn man damit richtig umgehen kann, man natürlich mit ganz wenigen eine relativ schnelle, breit gestreute Verbreitung von Meinung erzielen kann. Also von daher, das ist eine unterschiedliche Art, seine Anliegen, und ich sage jetzt bewusst nicht Lobby, weil ich finde, es ist in unserer Gesellschaft absolut das Richtige, und das sage ich als Politikerin, dass man seine Anliegen wahrnimmt, und wenn sie organisiert sind, werden sie eben von einer organisierten Gruppe Verbänden wahrgenommen. Das ist das Selbstverständlichste. Und am Ende kommen dann ja Kompromisse raus, weil man viele solcher Interessenverbände bis hin zum Bürger, der nicht so stark immer organisiert ist, dann auch wahrzunehmen hat. Aber ich glaube, mit der Technik ist es was ganz anderes, Meinung auch zu pushen. Aber ich gehe davon aus, dass natürlich alle die, die gerade in dem Bereich der Medien auch ihre Anliegen deutlich formulieren, das finde ich gut so, dass sie natürlich diese Technik auch nutzen. Von daher glaube ich, ja, letztendlich Gleichstand. Wie schön. Jetzt habe ich drei kleine Fragen habe ich noch, die auch sozusagen den Tag ein wenig, was den Kongressteil hier in diesen Räumlichkeiten beschließen sollen. Es sind ja einige Thesen heute genannt worden im Laufe des Nachmittags, und ich wollte einfach Sie zu dreien, die mir besonders aufgefallen sind, um einen kurzen Kommentar bitten, und damit hat die Ministerin sozusagen zu den wichtigen Themen des Tages das Schlusswort. Das hat man auch nicht oft, also genießen Sie es. Das Quasi-Monopol der Deutschen Post auf dem Briefmarkt wird auf unabsehbare Zeit konserviert, wenn in dieser Legislaturperiode die Gesetzesnovellierung zur Briefmarktliberalisierung nicht verwirklicht wird. Helmut Heinen in seinem Eingangsvortrag. Kurze. Ich freue mich, dass hier es Unterstützung gibt für genau diese Überlegungen und Vorstellungen, die die FDP betreibt und wo wir noch sehr auch auf gute öffentliche Unterstützung angewiesen sind. Da freut sich so mancher im Raum. Zweite These, Franz Josef Jung aus unserem Talk zusammen mit Olaf Scholz: Wenn die ARD ihre App so gestalten, ihre Tagesschau-App so gestalten würde wie das ZDF, hätten wir keinen Ärger. Das stimmt. Und am 27. September wird es ja wohl eine Entscheidung dazu geben. Und ich habe mich schon vor längerer Zeit genau dahin geäußert, dass ich es nicht für richtig halte, dass die Tagesschau in ihrem App pressemäßig versucht, sich darzustellen und dann Gebühren finanziert. Von daher zurück da, wo es hingehört, auch in den Aufgabenbereich, wo man es machen kann. Das erhoffe ich mir von der Entscheidung. Dritte These des Tages, und die mögen Sie bitte auch schon als kleine Überleitung in den Abend verstehen. Bruno Gramm: Drogen legalisieren, Ausrufezeichen. Das vertritt anscheinend die Piratenpartei, da hat sie anscheinend eine Mehrheitsmeinung hinbekommen. Ich kann nur sagen, ich vertrete eine generelle Legalisierung von Drogen nicht, aber ich wünsche Ihnen einen guten Genuss bei Wein und Bier heute Abend. Vielen herzlichen Dank bis dahin. Sehr, 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 sehr nett. Den Applaus für Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.